Okay, wie oft sind wir hier schon lang gefahren oder gelaufen oder geradelt? Tausende Male. In unseren heißgeliebten Norma hier, ne? Ja. Oh, da gab es tolle Sachen. Ganz, da gibt es immer noch tolle Sachen. Da haben wir uns dumm und dusselig gekauft die ganzen Jahre. Norma ist echt gut. Super Norma. Gut. Jetzt geht's auf die Hochbrücke über den Mühlenteich. Oh, hat auch ziemlich viel Wasser. Eieiei. Ja. Rico guckt auch aus dem Fenster. Fräuchchen auf dem Schoß. Das macht ihm manchmal Spaß. Ja, guckst du doch. So, da ist schon mehr zu sehen. Hier ist ein Campingplatz rechts. Liebeslaube, genau, hier geht es ja zur Liebeslaube. War doch so. Und dann sind wir gleich schon da. Hier ist die Beachbar, Tamara Beach Resort. Willkommen, Ostseequelle. Hier links ist der Italiener. Links abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. 50 Meter links. Hier geht's neu. Und dann hoffentlich funktioniert die automatische Kennzeichnung. Auf der linken Seite. Erkennung. Na, einwandfrei, ne, wa? So, und jetzt heißt es Platz suchen. Ich glaube, da stehen Schilder und Nummern. Ich glaube, wir müssen links und dann irgendwie rum. 100 bis 400 links. Jawohl, wir haben die 314. Also, warum? Toilettenhaus hier. 400 bis 424. 400 brauchen wir nicht. Da hinten. Hier müsste es rechts rumgehen. 301 bis 349. Hier müsste es rumgehen. Kannst du? Nee, das gilt für links. Das macht Spaß. In die Ostsee. Jawohl. Super. Ist das geil. Und rein. Ja, schön flach, ne? Da kann man schön flitzen. Super. Wobei jetzt quasi Flut ist, ne? Ja, komm, Stinker, komm. Ja, super!
behalten Liebeslaube. Lass ihn doch. Ja, hier ist schön. Ja, super. Das Wasser jetzt schmeckt, weiß er noch nicht. Ne? Aber es scheint nicht zu stören. Also das sieht echt saumäßig aus, ja. Zahlst hier Geld für die Strandbenutzung, Kurtaxe zahlst du und nichts sauber gemacht. Also letztes Jahr war es super sauber hier. Dieses Jahr, guck dir an die Schweinerei hier. Das ist echt mies. Und so geht es den ganzen Strand lang. Nicht schön. Muss man sich echt bei der Gemeinde mal beschweren. Sportlich die beiden. Und ab mit der Muschel im Maul ins Wasser. Auf der Suche nach irgendwas. Ist Rico jetzt unser Muschelsucher, ja? Okay. Jo, hallo ihr Lieben. Wir sind jetzt ein paar Tage schon hier bei der Ostseequelle, Campingplatz Wohlenberger Wiek. Ja, eigentlich ist es ganz nett hier. Großes Areal, alles vorhanden, was wir brauchen. Roomtour machen, Campingplatzbegehung machen wir später noch. Aber was uns echt nervt, ist das Wetter. Wir sind hier voll in so einer Windschneise. Wir haben Süd-Südwestwind, Sonne wunderbar, alles schick, wenn sie denn da ist. Aber die letzten Tage war es total windig, stürmisch. Abends nass und Regen auch noch dazu. Also es war sehr unangenehm, hat keinen Spaß gemacht. Heute ist Freitag, 5. Juli. Gestern war es richtig schlimm. Gestern war es richtig Mist. Gut, heute geht's. Soll jetzt die nächsten Tage ein bisschen trockener bleiben. Hoffen wir mal das Beste. Ja, die Videos von Rico haben wir schon gemacht. Der fühlt sich sauwohl hier. Er kann draußen sein, im Meer rumplanschen. Das ist alles schick. Nur mal ein kurzer Zwischenstand. Da hinten ist auch gleich unser Häuschen. Unser nicht weit zum Müll. Ja, soweit alles ganz gut. Das Wetter muss nur besser werden, weil sonst ist das echt ätzend hier in diesem Wind. Wenn man andersrum stehen würde, so wie die da drüben, die haben dann den Wind im Rücken. Also dann wäre das Auto. Aber wir können hier nicht anders stehen, wir müssen hier mit dem Motor zur Straße stehen. Ist so geregelt hier. Wenn man jetzt also anders hier stehen könnte, so wie der da drüben, ne? Der kann so stehen mit seinem Wohnwagen. Ja. Der hat es besser, die sind nämlich windgeschützt zur Eingangsseite aus. Aber wir sind hier voll im Zug. Nun gut, ich will nicht weiter meckern. Heute kriegen wir Besuch, die Tinas Kinder kommen, John und Jenny, den haben wir jetzt für 2 Nächte in Fass gebucht, aber das schauen wir uns dann später an. Okay, bis dann. So, heute EM-Viertelfinale in Spanien, der Besuch ist da. Ja, das Essen kommt dann gleich, jetzt ist erstmal Verlängerung. So, aber das Wetter geht, der Wind nervt noch, aber der soll gleich aufhören. Und dann, ja, dann werden wir noch lecker essen. So, nun denn. Heute benutzen wir den allgemeinen Grill mit Holzkohle. Haben wir alles besorgt. Das Wetter, vielleicht haben wir Glück und kriegen das Fleisch noch gar. Ja, schauen wir mal. Sie
sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Alles gut. So, und dann müssen wir das nur bis da hinten rüber tragen. Und dann ist alles gut. Schauen wir mal. Also Leute, das Grillen war super. Das Essen ist nass geworden. Wir sind alle nass geworden. Verfickt Wetter nochmal hier, Entschuldigung. Ja, weiß ich nicht. Eine halbe Stunde hier, Regenschauer, Windstärke 55. Und dann sitzt sie hier mit deinem leckeren Essen, ja. Es ist... Nur weil wir hier einen scheiß Platz haben, wo genau der Südwestwind hier reinbläst. Aber gut, jetzt ist vorbei. Jetzt nie das noch ein bisschen und gleich das Ende im Gelände. Alles nass, wir sind nass. Aber das Essen schmeckt, der eine zittert schon hier. Ja. Aber es hat geschmeckt, ne? Ja. Also es schmeckt ganz lecker. Grandios. Ich denke, was sagst du dazu? Na, du sitzt unterm Tisch. Du hast es am besten von uns. Du bist wassergeschützt. Aber ich sehe auch nicht geheuer, ne? Ja. Naja, stimmt der Wetterbericht doch? 19 Uhr. Hat gar nicht gerechnet. Meine Tüte ist schon gewesen. Hallihallo. Heute Dienstag. Nee, Dienstag, ja. 9. Juli. Endlich Strandwetter. Warm, Sonne, sogar ein paar Wellen. Und Tina und Rico gehen mal ein bisschen schwimmen. Geht natürlich nur mit der Leberwurstpaste in der Hand, weil die letzten zwei Tage haut er ab und ist 200-300 Meter erstmal weg. Also müssen wir ihn irgendwie locken, bei uns zu bleiben. Ja, Wetter schön, Strand nicht zu voll. Da haben wir uns niedergelassen. Gucken wir mal, was die beiden da so treiben. Okay, bis später. Und nach einem sonnigen Strandtag, der wirklich schön war heute, gibt es nichts Besseres als Burger. Yeah, vom Grill. Super. Also gibt bestimmt anderes Besseres, aber heute gibt es Burger. Mmh. Na Schatz, da freuen wir uns drauf, ne? Ne, Stinker? Na, du kriegst gleich auch noch was ab. Okay. Und fertig ist der Double Burger. Schatz, sie hat einen einfachen Burger, ne? Mhm. Ich hab Doppelfleisch und einmal Fleisch ist übrig, das kann Rico noch haben. Wenn er lustig ist. Gut, Noah. Ja, Stinker. Ja, komm hier, Dicker. Ja, fein. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich bin... Wenn die Butter eine Burg bauen, ne? Er kann nicht nur hüpfen und springen, er kann auch schwimmen. Ja, supi. Ja, komm zurück, Stinker. Komm. Fein machst du das. Super. Fein. Ja.
Abend 22.30 Uhr. Jetzt haben wir zwar keinen Sonnenuntergang. Da hinten sind auch lauter Wolken, sonst würde man mehr sehen. Aber besser als gar nichts, ne? Herrlich, dieses Wasserrauschen. Ja, hallo ihr Lieben. Heute ist Donnerstag, der 11. Juli. Und ich mache mit euch jetzt mal die schon versprochene Campingplatz-Tour. Wetter ist heute nicht zu heiß. Kommen gleich ein paar Wolken, dann wird es auch nicht zu warm. Im Hintergrund seht ihr schon eine kleine Frittenbude. Eine Frittenbude, ein Imbiss. Ist lecker, aber teuer. Die Fischbrötchen waren gut. Aber ein Burger für 13,90 Euro ohne Beilagen ist dann doch ein bisschen heftig. Aber gut, hier gibt es auf jeden Fall Leckeres zu essen. So, wir kommen jetzt, ich laufe mit euch jetzt quasi aus Richtung Wismar kommt. Ihr seht, geradeaus geht es nach Boltenhagen. 9 Kilometer, Klitz 8 Kilometer, da kann man dann auch gut einkaufen. Links nach Grevesmühl, Niendorf. Das ist ein kleines Dorf, aber bestehend eigentlich nur aus Ferienwohnungen. Rechte Seite über die Straße geht es zum Strand. Zum Strand habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Ja, und hier links fängt dann der Campingplatz Ostseequelle an. Dieser Bereich da hinten ist hauptsächlich oder ausschließlich für Wohnwagen und den einen oder anderen Bulli. Hier ist dann die Einfahrt, da drüben ist noch ein Dünner. So, ich gehe mal mit euch noch eine Ecke da vorne geradeaus. Da geht es dann zu einem Kinderland. Mal sehen, ob da was los ist oder ob die noch gar nicht aufhaben. Ja, im Kinderland ist nichts los. Ist im Moment sowieso ziemlich ruhig. Obwohl wir jetzt schon fast Mitte Juli haben. Ja, keine große Action, auch auf dem Campingplatz nicht. Aber es wird alles gepflegt. Rasen wird gemäht. Ja, hier kann man auch Go-Karts fahren da hinten. Bolzplatz etc. Aber ist nichts los. Die Saison wird wahrscheinlich jetzt erst ab Mitte Juli, dann bis Mitte September sein. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück zum Eingang. Jetzt hoffe ich mal, dass es etwas ruhiger ist. Also linke Seite, großer Platz für Wohnwagen. Hier vorne das Salvatore, ein Italiener, haben wir noch nicht getestet. Werden wir aber Samstag machen. Dann brauchen wir abends nicht kochen, weil Sonntag müssen wir ja wieder weg. Wenn Wetter schön, dann ist es da draußen auch schön. Drei Viertel der Zeit hatten wir leider schlechtes Wetter. Wind und Regen, frisch. Jetzt diese Woche, ein paar Tage, ist es okay. Hat es bald früh auch wieder geregnet, aber ist gut. Also, Campingplatz Ostseequelle Camp, Strandstraße, Hohlenberger Wieg. Gehört zum Ort Niendorf, Hohenkirchen. Da geht es dann rein. Gleich hier vorne ist auch ein Minimarkt, Fruchtquelle, Öffnungszeiten 37 bis 19 Uhr, eine Stunde Mittagspause von 12 bis 1. Hier gibt es so das Wichtigste, was es so gibt. Getränke, Knabberartikel, morgens frische Brötchen. Alles gut, die wirklich lecker sind. Sehr nett, alles schick. So, gehen wir wieder raus. Hier kann man sich dann auch schnell hinsetzen, was essen. Ja. Und da drüben zu diesem großen Zeltbereich, nicht Zeltbereich, ich nenne jetzt mal Wohnwagenpark, ist dann das eine Sanitätshaus Süd.
Da gehen wir gleich mal hin. Bevor wir da hingehen, gehen wir erstmal in den Einfahrtsbereich. Das Besondere an diesem Platz ist, das ist ziemlich cool. Seht ihr hier den Lageplan. Schranke öffnet 7 bis 22 Uhr. Ab 13 Uhr kann man zu den Stellplätzen. Abreise bis 11 Uhr. Mietobjekte, die Fässer zum Beispiel. Einreise ab 16 Uhr, Abreise bis 10 Uhr. Okay, das mal der Übersichtsplan. Unser Stellplatz ist hier, die 314. Hier ist ein Hundeauslaufgebiet, hier ist gleich unser Waschhaus. Ah, Süd, dann ist da links Nord, alles klar. Hier sind die WLAN-Zeichen. Es gibt ein hauseigenes WLAN, kostenlos. Ja. Hier ist eine Vorschrift, wie man sein Auto hinzustellen hat oder sein Reisemobil. Und dann geht es hier hinten weiter. Aber da gehen wir nachher noch hin. Da sind dann auch viele Fässer. So wie dieses. Oder auch diese hier vorne gleich in der Einfahrt. Die Fässer sind einfacher Struktur. Zwei Erwachsene, zwei Bänke drin. Hier vorne kann man sitzen, Stromanschluss. Ja, ist ein ziemlicher Backofen da drin. Nichts Besonderes, ca. 50 Euro die Nacht. Für zwei Personen hatten wir ja für Tinas Kinder gebucht, für zwei Tage. Okay, also Rezeption. Also das Entscheidende ist, es geht nur mit Online-Buchung. Das funktioniert aber reibungslos. Online buchen, online Check-in. Und dann durch die Kennzeichenerfassung öffnet sich die Schranken bei der Ein- und Ausfahrt. Hat den Riesenvorteil, hier gibt es keine großen Schlangen. Da steht mal einer, der gerade in der Anmeldeprozedur zugange ist. Ja. Das ist im Prinzip jetzt keine sogenannte Rezeption, sondern einfach nur ein Infobüro. Wenn das nicht besetzt ist, kann man hier dieses Terminal benutzen für die Online-Bucherei oder auch dein Handy oder ein Laptop oder was auch immer ihr dabei habt. Also hier steht nochmal alles erklärt. Hier kann man sich noch so ein kleines Büro mieten, Mietbüro mit WLAN. Wi-Fi, Schreibtisch, wenn man hier dringend was arbeiten muss in Ruhe und Internet braucht. So, gehen wir mal weiter. Ja, hier gibt es Stand-Up-Paddles und zum Windsurfen haben wir auch schon gesehen. Fahrräderverleih gibt es auch. Hier kriegst du auch Gas, 5 und 11 Kilo Flaschen zum Tauschen. Okay, und habe ich es drauf? Jetzt habe ich es drauf. Gut. Ja, und jetzt geht es zu den Stellplätzen. Diese erste Reihe hier gleich hat Wasser und Abwasser, konnten wir leider nicht buchen, weil angeblich alles ausgebucht ist. Der Platz ist die ganze Zeit, die fast zwei Wochen, die wir hier sind, allerdings halb voll gewesen. Es kommen immer mal wieder welche rein für zwei Tage, gehen wieder welche raus. Aber es ist alles sehr gepflegt hier. Sobald ein Auto weg ist, wird hier der Rasen gemäht. Also ist schon okay. Da oben fährt man dann mit dem Auto hoch zu anderen Stellplätzen und zu den Parkplätzen für die Fässer, die da hinten dann kommen, die Mietfässer. Ja. Wir sind hier links. Hier ist auch gleich unser Sanitätshaus Süd. Außenpissoirs, ganz praktisch, muss man nicht immer ins Haus rein und kann abends mal schnell sein Geschäft erledigen. Hier ist auch die
Chemietoilettenentsorgung. Hier ist die Grauwasser, der Grauwasserablass im Boden. Und hier vorne gibt es Trinkwasser zum Zapfen. Strom ist wie gesagt an allen Plätzen, also in fast allen, soweit ich gesehen habe. Wasser nur vereinzelt, also hier muss man mit Kanistern, Gießkannen etc. Wasser holen. Hier gibt es noch einen kleinen Küchenbereich für die Backpacker und Zelter. Mikrowelle, Gefrierschrank, Töpfe stehen hier, Wasserkocher und eine Kochplatte. Alles schick. Hier gibt es einen kleinen Außengrill, den man nutzen kann. Haben wir auch schon genutzt, machen wir heute nochmal. So, und dann kann man sich da drunter setzen und da essen. Hier haben wir jetzt die Außenwaschbecken. Schönes heißes Wasser, wunderbar. Hier geht es zu den Toiletten. Hier kann man sich Bücher ausleihen. So. Rechts geht es zu den Damenbereich, hier gehen wir natürlich nicht rein. Hier gibt es ein Mietbad für die Privacy. Hier ist das Kinderbad, Dusche, Waschbecken. Hier sind die Toiletten, Pissoirs, kleines Waschbecken. Toiletten auch sauber. Funktionell. Reinigung steht mir an, aber hauptsächlich nur wegen der Papierschnipsel von dem Handtuchabroller. Ansonsten ist das alles picobello. Ja. Gerade keiner da, duschen. Hier ist noch ein kleines Waschbecken, wenn man privat sein möchte. Handwaschbecken, Haartrockner und eine typische Duschkabine. Ja, manche Haken fehlen. Dusche ist inklusive im Preis 240 Sekunden, also 4 Minuten. Alle 30 Sekunden schaltet er automatisch ab. Da kann man einen Knopf drücken, schaltet wieder ein. Hat man länger als die vier Minuten verbraucht, muss man 3-4 Minuten warten, dann zählt das Werk wieder von vorne. Also, Dusche war super, auch schönes heißes Wasser. Ja, alles da, was man braucht. Hallo. Gut, gehen wir wieder raus. Wir stehen da hinten. Ja, alles leer, aber sauber und gepflegt. Hier ist dann Müll, Restmüllcontainer, der grüne, Pappe, Plastikverpackungen, alles da. Und Glascontainer. Und hier kann man Pfandflaschen reintun. So. Kurzer Rundumblick. So, jetzt gehen wir mal zum anderen Bereich hier, wo die Wohnwagen stehen hauptsächlich. Hier stehen dann noch ein paar Reisemobile. Da hinten ist das andere Sanitätshaus Nord. Da gehen wir mal gucken. Hier ist die Rückseite von der Pizzeria. Auch Wohnwagen. Wie gesagt, alles sehr gepflegt, ziemlich natürlich angelegt. Da gibt es gar nichts zu meckern. Hier ist das andere Sanitätshaus. Auch wieder mit der Grillmöglichkeit, Holzkohlegrill, was ansonsten natürlich nicht erlaubt ist, nur Gasgrill. Hier ist ein Camping-Butler, wenn man ihn benutzen möchte. Ich glaube, kostet 2 Euro. Auch hier dann wieder Geschirr waschen, außen noch mal kurz ums Eck geguckt. Gut. Okay, ist auch wieder eine Küche. Das ist, glaube ich, das renovierte. Aber da müssen wir nicht reingehen. Sieht ähnlich gut aus. Hier auch noch mal Außenwaschbecken. Hier sind Außentoiletten und Duschen. Wenn drin voll. Werden wahrscheinlich auch gebraucht in der Hochsaison. Eine Sache, die toll ist für Hundebesitzer, hier ist eine Hundedusche. Wenn man vom Strand kommt und der Hund schmutzig ist, kann man hier wunderbar abduschen. Hat der Rico auch gut mitgemacht. Gut, und weiter geht's. Hier mein Blick in die Außentoilette. Alles picobello, schick. Sieht auch ziemlich neu aus. Und hier ein Blick in die Dusche. Auch wieder 4 Minuten. Ja.
Hunde sind hier generell anzuleihen auf dem gesamten Gebiet, auch auf der Parzelle, am Auto, am Zelt, am Wohnwagen, am Reisemobil. Wird hier auch ziemlich drauf geachtet, was grundsätzlich auch gut ist. Gassi gehen kann man mit seinem Hund wunderbar hier, entweder vorne an der Hauptstraße oder hier vorne raus. Und dann hinter diesem verschlossenen Tor ist dann so eine Landesstraße. Kann man schön Gassi gehen. So, hier ein etwas höher gelegener Stellplatzbereich. Hört man natürlich die Straße. Die ist zwar nicht stark befahren, aber hier, jetzt fährt hier auch keiner. War vereinzelt. Hier sind auch wieder Strom, Wasser, Abwasser. Hier auf der Seite standen viele Campingwagen, Kastenwagen. Da ist dann wiederum nur Strom. Haken generell mit dem Motor zum Weg. Platz lassen zum Nachbarn in 3 Meter. Also die Parzellengröße ist aber völlig in Ordnung. Das sind 6. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Kategorien. Müsst ihr online gucken. Entweder nur Wohnwagen und, oder nur Zelte, Wohnwagen und Zelte. Mit Pavillon aufbauen, ohne Pavillon aufbauen. Und für die Reisemobile auch XXL-Plätze. Und ein XL-Platz, so wie wir, 6 Meter breit, 8 Meter lang, 50 Quadratmeter. Gibt auch ein paar größere. Ja. Gehen wir mal hier oben weiter. Ja, hier steht ein etwas größerer. Würde noch ein längerer hinpassen. Ja, hier sind dann die einzelnen Wohnfässer. Also nicht sehr komfortabel da drin. Und für 50 Euro pro Nacht finde ich dann doch ein bisschen teuer. Und hier sind ja die Parkplätze für die Fassbewohner. 715 da vorne hatten Jenny und John. Kann man hier runter gehen. Gucken, dass wir keinen stören hier. Okay. Hier ist keiner. Und die hatten das Fass hier oben, die 715. Ja. Ja, dicht bei dicht. Aber okay. Bettwäsche, Handtücher kann man extra bezahlen, sich leihen. Hier nach hinten raus dann eine Sitzbank. Ja, Fenster öffnen war wohl auch etwas schwierig zum Lüften. Hier knallt natürlich die schön den ganzen Tag die Sonne drauf. Und Stromanschluss ist auch da mit Außensteckdose. Okay. Ja, und wenn man hier nächtigt, in diesem Bereich, muss man nicht zu dem Sanitätshaus unbedingt laufen, sondern da drüben kommt auch gleich eins. Der Platz zieht sich ziemlich lang und ist auch eigentlich relativ groß. Dann gehen wir mal runter, gucken uns die Ecke noch an. Ja, überall Strom. Gegebenenfalls müsstet ihr ein etwas längeres Kabel dabei haben. Feuerlöscher vorhanden. Ja, hier auch überall Plätze. Da hinten kommt auch gleich so ein kleines Sanitärgebäude für die, die hier hinten zu Hause sind. Da nochmal ein Blick zu den Fässern.
Da sind auch ein paar Ferienwohnungen da oben. Ja. Ja. Hier gibt es eine Sauna, Duschen und WC. Das ist eine Dexter. Quasi hier außen duschen. Wieder wie gehabt. Okay. Ist relativ neu errichtet. Hier ist ein Waschbecken. Und hier sind Toiletten. Jawohl. Und hier geht es dann weiter zu einzelnen Ferienwohnungen. Wie ich dies sehe, kann man hier kein Geschirr abwaschen. Mal gucken wir mal. Hier ist noch ein Türchen. Ah, Sauna verschlossen. Das ist die Sauna. Okay, dann kriegt man einen Schlüssel, wenn man gemietet hat. Und hat da noch eine Außendusche für nach der Sauna. Okay. Gut. Haben wir das auch. Ein paar Bungalows. Ein Wort zu den Fässern. Die haben also zwei Personen, zwei Nächte inklusive zweimal Bettwäsche 203 Euro gekostet. Inklusive Kurkarte 1 Euro pro Person pro Tag. Das mussten wir auch bezahlen. Diese Kurkarte, die man online dann auf dem Handy hat, kann man dann auch zum Strandzugang benutzen und muss dann am Strand nichts extra bezahlen. Aber das mit dem Strand ist ja ein Thema für sich. Da hatten wir, glaube ich, schon was zugesagt. Wie unschön und unsauber der ist. Hier ist dann auch noch an manchen Stellen verteilt Trinkwasserzapfstelle. So. Hier geht die sogenannte Ostseequelle durch. Ein kleines Rinnsal. Deswegen die Brücke. Und wir nähern uns dann mal langsam dem sogenannten Highlight für Hundebesitzer, dem Hundeauslaufgebiet. Da im Wald sich befindlich. Es wird ja vom Campingplatz groß damit geworben, dass es einen tollen Hundeauslauf gibt. Ach, Tina und Rico sind da gerade. Ist ja cool. Der Platz an sich ist aber, nachdem wir ein paar Mal benutzt haben, nicht so prickelnd. Also, Hundebeute gibt's, wenn man keine selber dabei hat. Hier eine kleine Brücke, hier ein Tor, das jetzt Gott sei Dank mal wieder verschließbar ist. Okay, also ein Stück Hundeauslaufgebiet, bisschen Rasen, wenn Regen und nass, dann sehr matschig. Ja, ich bin's doch. Ja, Stinker, ich bin's doch. Ich bin's. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ja. Geh rennen. Ist gut, geh. Geh, guck mal. Es ist ziemlich dunkel. Es ist sehr mückig hier. Zäckig. Ja. Und dir macht's Spaß, ne, Stinker? Ja. Dann können wir aber gleich wieder an die Ostsee gehen und baden, ne? Damit du sauber wirst. Ist gut, Stinker, ist gut. Ja, also Hund kann auslaufen, kann rennen. Kann man mal machen. Aber besonders einladend ist es nicht. Ja. Für den Hund ist es okay. Ne, Schatz, für den Hund ist es okay hier. Ja, Mücken und Zecken sind schlimm hier. Zecken hat auch schon drei von hier mitgeschleppt. Sein Kackerhaufen muss man natürlich hier auch wegmachen, ganz klar. So, hier soll eine schöne Bank sein, um zu verweilen. Ja, vermodert, vergammelt. Nicht besonders einladend. Gut, wollen wir nicht zu viel meckern. Super. Super. Ja, Mahlzeit. Rechts. Hier links.
Mitte. Und rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Super macht ihr das. Okay, soll ja jetzt kein Hundevideo werden. Hat sich nur gerade ergeben, ne? Gut, dann lassen wir die beiden mal noch ein bisschen spielen. Nee, die spielen ja schon eine halbe Stunde, außer sind hier zu viele Mücken. Okay, ich gehe mal kurz schon weiter, den Rest noch machen. Gut, das war der Kurzausflug zum Hundeauslauf auf dem Platz. Wird auch nicht sehr viel genutzt. Aber egal, er ist vorhanden, wenn man es braucht und alles schick. So, jetzt nähern wir uns unserem Platz. Wir haben heute, was haben wir hier? Südostwind. Der Wind kommt also quasi von der anderen Seite. Das ist insofern praktisch, weil wir da hinten ein bisschen was hingehängt haben. Die ganze letzte Woche und generell eigentlich kommt der Wind von da, stürmisch oder nicht stürmisch, und hat hier natürlich das ganze Wasser reingepeitscht, weil wir hier nichts zum Vormachen hatten. Okay, der Platz Nummer 314 fängt da an. Man soll also 3 Meter Platz zum Nachbarauto lassen. Okay, ist groß genug. Ich habe mal abgeschritten, 7x13 Meter ungefähr. Also passt schon einiges hin. Rückwärts parken, genau. Hier ist dann die Grenze. Der Nachbar würde dann sein Auto quasi hier hinstellen und sein Vorzelt nach da vorne machen. Je nachdem, wo er es hat. Nein, auch zu dieser Seite, das ist ja Quatsch. Also stellt sein Auto hier hin. Hier ist der Stein. Auto hier. Markise zu uns. Ja. Hat man natürlich genau den Nachbarn vor der Nase, so wie wir. Aber die haben schön Platz gelassen. Alles gut. Okay. Heute werden wir den Grill benutzen. Ja, hier haben wir alles stehen, was wir benutzt haben und gebraucht haben. Unser Bollerwagen, unseren Weber Go Anywhere Grill, Kochplatte, Induktionsplatte, Kaffeemaschine, kleine Outdoor-Küche und natürlich ständig griffbereit die Regenjacken. Nun gut, das soll es für heute dann zur Campingplatzführung gewesen sein. Bis später. Habe ich ganz vergessen, noch ein Nachtrag zu den Kosten von unserem Platz. Was waren das? 38 Euro pro Nacht. 2 Erwachsene inklusive Hund. Der war für 6 Euro. Und Kurabgabe 503 Euro. 13 Nächte. 39 Euro. Pro Nacht. Inklusive Duschen, inklusive Frischwasser, und was habe ich noch vergessen, inklusive Strom. 8 Amperestunden Strom sind inklusive. Das heißt, wenn man hier 3-4 Tage steht, reicht das locker aus. Wir werden am Sonntag sehen, was wir mehr verbraucht haben eventuell. Das muss man dann mit, ich glaube, 90 Cent pro Kilowattstunde noch nachzahlen. Das der Vollständigkeit halber nochmal zu dem Preis. Alles klar. So, eins habe ich euch natürlich noch unterschlagen. Hier gibt es noch einen schönen Zeltplatz. Da gehen wir nochmal rum. Ist das ein östlichen Rand? Hier kann man abends noch mal mit dem Hundi ein bisschen langlaufen. Ja, da sieht man schon was. Das sind die Plätze im Wald.
wer es mag, mit dem ganzen Gekrabbel und Getier. Da geht es dann gleich da rein. Auch. Also hier der Eingang zum Zeltplatz, zur Zeltwiese. Auch schön aus. Hundekackern verboten, klar. So. Auch alles gepflegt. Überdachung und Sitzbänke, Grill. Ist idyllisch. Zeltplatz im Wald hat keinen Strom. Aha, dann ist das hier generell gemeint. Dann muss es woanders noch eine Zeltwiese geben, wo dann Stromanschlüsse sind. Also Zelten im Wald ohne Strom. Ohne Strom und Wasser. Ja, das ist eine tolle Zeltwiese. Gibt es nichts zu meckern. Gut. Die paar Leute, die hier sind, haben natürlich schön viel Platz. Sehr schön. Das gefällt doch. Okay. Ah ja, und in diesem Unterstand ist auch eine Ladestation für USB-Geräte. Ein paar Anschlüsse, okay. Also ein klein bisschen Strom ist dann für Handy und Co. da. Super. Gut, bis zur nächsten Frischwasserstelle sind es natürlich ein paar Meter. Da hinten ist das Sanitätshaus. Ne, da. Da hinten ist das Sanitätshaus. Einen Wasserhahn habe ich hier nicht gesehen. Nee. Da müssen die Zelter dann doch ein paar Meter laufen. Okay. Zurück zu Bob und Tina und Rico. Bye bye. Und Schatzi liegt in der Sonne. Rico sitzt daneben, der will aber eigentlich eher in Schatten. So, heute Abend gibt's Holzfällersteaks vom Outdoor Grill, Holzkohle. War noch ein Rest da. Die werden wir uns gleich zu Gemüte führen. Schön mit geschmuggelten Zwiebeln, Zucchini, Tomaten, Knoblauchcreme, Rest Kartoffel und Nudelsalat ist auch noch da. Jo, super Sache hier. Klasse. Bei bestem Wetter. Noch. Na Schatz, was machst du denn Schönes? Schöne Holzfällergrills vom Holzkohlegrill. Ja. Oh. Sieht ja lecker aus. Holzkohle-Geschmack. Das war jetzt nicht das Gesündeste, ne? Aber Hauptsache schmeckt. Ne, Schatz? Ja. Was gibt's denn dazu? Na, hatte ich eben schon erzählt. Wir haben noch Kartoffelnudelsalat, geschmuggelte Zwiebeln, Gemüse, Zucchini, Tomaten hast du geschmuggelt, ne? Ja. Zeigen wir dann auf dem Teller, ne? Ja, ist doch super, Schatzi. Jo. Toll.
So, und das ist dabei rausgekommen. Das schmeckt total lecker. Haben wir gut gemacht. Suppi. Tolles Abendbrotessen. Ja. Stinker, du hast schon gehabt, ne? Du hattest schon, ja. Na dann. Allora, heute Abend sind wir beim Italiener. Pizza essen. Da Salvatore. Wir haben uns aber drinnen reingesetzt, weil draußen ist einfach zwar im Moment gerade Sonne, aber zu windig und zu frisch. Ja, dann gucken wir mal, was jetzt Leckeres gibt. Wir haben nämlich Hunger. So, und Rico liegt da unten und macht Heierchen ganz brav. Supi. Alles klar. So, da haben wir nun endlich unsere Pizza Calzone für meine Sazi. Und ich habe Pizza Romana mit Sardellen. Schmeckt gut. Okay, dann essen wir jetzt mal weiter. Looking for a reason to stay here all.